Jawohl, die Umrechnung von der Koordinatenform in die Parameterform. Falls das in irgendeiner Aufgabe mal gefragt sein kann oder mal drankommen kann, sollte man ja auch wissen, wie das grundsätzlich funktioniert. Also auch hier gibt es verschiedene Verfahren, wie man das angeht. Ein Verfahren ist, dass man über die Spurpunkte arbeitet. Also es ist so, dass man drei Punkte braucht, die in der Ebene drin liegen, beziehungsweise drei Punkte finden, dessen Koordinaten diese Koordinatenform erfüllen. Und da ist es in der Regel immer ganz hilfreich, wenn man sich die Spurpunkte nimmt. Das sind einfach die Durchstoßpunkte, die Schnittstellen, Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen. Stichwort sollte sein, wenn alle drei Koordinaten vorhanden sind, wenn nur zwei oder nur eine da ist, werde es auch noch mal ein Video zu machen. Stichwort, wenn alle drei Koordinaten da sind, gibt es auch alle drei Spurpunkte. Für den Spurpunkt x oder x1, Stichwort, die anderen beiden Koordinaten setzt ihr auf 0, einsetzen weg, 2x1 ist 30, bedeutet x1 ist 15. Diesen Punkt eingesetzt erfüllt die Gleichung. Das Gleiche für SY und SZ. Die jeweils anderen Koordinaten 0 setzen, einsetzen weg, minus 5x2 ist 30, also muss x2 minus 6 sein. 6x3 ist 30, also muss x3 gleich 5 sein. Wie man genau die Spurpunkte berechnet, das werde ich in einem anderen Video nochmal genauer erklären. Auf jeden Fall geht es darum, dass wir jetzt drei Punkte gefunden haben und uns daraus die Ebenen, Gleichungen, die Parameterform basteln können. Wichtig, ein Punkt nehmen wir uns als Stützpunkt, zum Beispiel Sx. Dann stellen wir den Ortsvektor Sx auf, 0Sx. Das ist einfach nur der Punkt in Spalten aufgeschrieben, also wie 15, 0, 0. Der eine Spannvektor ergibt es dann daraus, dass man von diesem Stützpunkt, ganz wichtig, von diesem Stützpunkt aus die Vektoren zu den jeweils anderen beiden Punkten bildet, also den Vektor Sx zu Sy und den Vektor Sx zu Sz. Würde man jetzt Sy als Stützpunkt nehmen, dann würde man die Vektoren Sy zu Sx und Sy zu Sz nehmen. Also haben wir Vektor Sx, Sy, hinten minus vorn, macht 0 minus 15, minus 15, minus 6, minus 0, minus 6, 0 minus 0, 0. Dann Sx zu Sz, rückwärts 0 minus 15, minus 15, 0 minus 0 ist 0, 5 minus 0 ist 5. Und schon haben wir genau die Ebene in Parameterform gegeben. Also Stichpunkt, drei Punkte finden, die in der Ebene liegen, sprich die Koordinatenform erfüllen, am besten die Spurpunkte, das ist die Rechnung am einfachsten, einen Punkt als Stützpunkt auswählen und die Spannvektoren gehen dann von dem Stützpunkt zu den jeweils anderen beiden Punkten hin. Und natürlich dann noch zwei Parameter definieren, ist scheißegal, was ihr dann nimmt, ich habe da S und T genommen, man könnte auch genauso A und B nehmen, egal. Ja, dann hoffe ich, habt ihr das so einigermaßen verstanden. Wenn nicht, dann ja, guckt es euch nochmal an, fragt mich auf jeden Fall nach. Dann sage ich es an der Stelle, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.